Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 19,90. Rasta lässt die Muskeln spielen. 14 Siege in Serie, Platz 1, immer auf dem Weg zur Bestform. So wie hier im Sentinels Fitness Center in Vechta mal locht wird, geht es in jedem Training zur Sache. Auf den bisherigen Erfolgen ausruhen, keine Option. Wir machen uns keine Gedanken darüber, wie viele Spiele wir schon gewonnen haben. Wir denken an jedes nächste Training. Es geht darum, noch besser zu werden im Kraftraum auf dem Parkett. Und natürlich dient das Krafttraining auch der Verletzungsvorsorge. Wir brauchen jetzt jeden Mann im Kader für die Playoffs und die letzten 5 Spiele der Hauptrunde. An der Tabellenspitze der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A liefern sich Rasta und Science City jener ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Punktgleich sind die Teams, der direkte Vergleich spricht für die Fechter. Den eroberten Derek Allen und Co. im Heimspiel gegen die Thüringer. In ein Loch gefallen sind die Jenenser nach der Niederlage im Rasterdom aber nicht. Samstag gewann Science City Jena mit 98:56 bei den Kirchheim Knights. Wir waren nicht wirklich überrascht, dass Jena auch in Kirchheim gewonnen hat. Klar, der Score war schon nicht ganz so zu erwarten, aber so kennen wir es von Jena. Die wollen ja genau wie wir Erster werden. Wir müssen auf uns schauen und wissen, dass die nächsten 5 Spiele alles Endspiele sind. Derek Allen ist genau der richtige Mann für solche Duelle. Der Routinier kann auf viele Jahre BBL-Erfahrung bauen, hat viele Schlachten geschlagen. Beim letzten Sieg in Chemnitz ging Rastas Kapitän in der Overtime voran, erzielte wichtige Punkte. Solche werden auch am Samstag im Rasterdom gegen die MLP Academics Heidelberg gebraucht. Genau wie zuletzt Chemnitz ist Heidelberg ein Team, das um einen Playoff-Platz kämpft. Im Hinspiel war Brian Smithson, ihr Point Guard, noch verletzt, ein sehr guter Spieler. Über ihn läuft im Endeffekt alles bei Heidelberg. Ich glaube, sie werden hohes Risiko gehen, alles in die Waagschale werfen. Für uns wird es ein schweres Spiel, eines, das wir gewinnen müssen. Gewinnen zu müssen bedeutet, Druck zu haben. Dem hielten die Rastaner in den letzten Monaten immer stand. Sicher ein Verdienst des Trainers und der Top-Einstellung, die die Spieler an den Tag legen. Dazwischenhauen muss der Kapitän jedenfalls kaum. Ja, ab und zu muss das schon mal sein, aber zuallermeist arbeiten alle sehr hart und sind auch gerne als Gruppe im Training. Jeder weiß, was diese Saison für jeden von uns bedeuten kann. Ich muss hier also nicht den Kapitän raushängen lassen oder ständig aufpassen, dass einer nicht mitzieht. Hier sind alle Profis, die täglich hart arbeiten. Das macht mein Amt leichter. Und wird es für Derek Allen und Co. richtig schwer, können die Rastaner auf ihre Muskeln, ihren Basketball-IQ und ihre immer mehr zum Vorschein tretende Siegermentalität bauen. Außerdem werden sie Samstag wieder von mehr als 3.100 Fans im ausverkauften Rasterdom gepusht. Auch in Fechters Wohnzimmern werden Daumen gedrückt. Den Livestream auf www.sportdeutschland.tv gibt's am Samstag ab 20 Uhr. Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 19,90.